Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil und dem Beagle. Ich bin doof. Ich bin so doof. Ich habe es jetzt nochmal versucht zu lösen und habe völlig ignoriert, dass das Bild nebenan mir ja was sagt. Und ich habe erst gedacht, es hat nur was mit den Symbolen zu tun und dachte mir, aber da ist kein kurzes Schwert abgebildet. Die Zeiger sind aber ein Schwert. Das heißt, der große Zeiger muss durch den Kopf gehen. Und der kleine Zeiger muss durch die Brust gehen. Glaube ich zumindest. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Ausprobieren, ja. Den großen nach rechts. So, das ist richtig, ja. Der Große muss aber noch mal. Nämlich in die Brust. Ich hoffe so sehr, dass das stimmt, Leute. Ansonsten habe ich wirklich keine Ahnung, was die von mir wollen. Was haben wir denn hier? Helmschlüssel. Hausschlüssel. Prüfen. Das ist der. Das ist Schildschlüssel. Okay. Habe ich denn jetzt hier alles? Ich habe hier alles. Okay. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich den benutzen kann. Das werde ich doch direkt mal machen. Oder war das der Helmschlüssel? Es gibt 4 Schlüssel, Leute. Wir haben erst 3. Ich probiere es einfach mal aus. Ein Helmsymbol, okay. Oben könnte ein Schild sein. Und da hinten auch. Wo will ich hin? Ich hab keine Ahnung. Wo will ich hin? Ich hab keine Ahnung. Wir gehen jetzt erst nach oben und versuchen oben unser Glück. Ich habe meine Uhr nicht gestellt. 3 Minuten. Also kriegt ihr noch 17. Das sind Jills Schritte selbst. Ich glaube, bei Richard, da ist auch noch eine Tür. Aber ich muss jetzt eh alle einfach alle probieren. Hier bei Richard, ne? Da ist eine Tür. Zum... Geht die hoch oder runter? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt aber erstmal hier lang. Jill, bitte nicht gegen die Wand laufen. Das sieht immer so sagenhaft bescheuert aus, wenn du das tust. Ich würde gern wissen, da wo wir den Kamin hatten und wo wir das Bild gemacht haben, ob ich da den Schlüssel benutzen kann. Let's try this. Ich weiß es nicht. Das Feuer brennt immer noch artig. Ein Helm. Na gut. Ah. Wo haben wir denn noch Schlösser außer die am Dachboden? B
weiß ich nicht, aber wenn ich wirklich die am Dachboden ausprobieren sollte. Also drüben haben wir noch welche, aber wir sind jetzt gerade auf dieser Seite, also werde ich erst diese Seite ausprobieren. Gehe ich aber vorher speichern. Denn der Typ hat was von einer Riesenschlange gesagt und ja. Sofern diese Tür nicht sowieso auf ist, werde ich vermutlich den Schlüssel dort brauchen. So wie ich Resident Evil da einschätze. Resident Evil. Also bin ich gut beraten damit, wenn ich. Ein Farbband mitnehme. Und Gärmischtkräuter. Ja, bitte. Mach. Please, machen Sie's. Was soll ich machen? Ich muss überspeichern, sonst stehe ich hier doof da. Mal sehen, ob ich mit meiner Theorie recht habe. Ich hoffe nicht, aber er hat eine große Schlange angekündigt. Die Frage ist, nehme ich dann lieber die Gewehrmunition oder den Boom Boom Maker? Ihr wisst genau, was ich meine, den Granatwerfer. Ja, der Beagle hat Boom Boom Maker gesagt. Es ist spät und ich bin müde. Und trotzdem komme ich gerade einfach nicht raus, weil ich hier voll die Erfolgserlebnisse habe. Schon. Mal sehen, wann wieder der Punkt kommt, wo ich keine Ahnung habe, was ich zu tun habe und mir denke, ach ja, so toll finde ich das jetzt doch nicht. Jill, warum bist du nicht durch die Tür? Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Frage ist halt noch, wie lang? So, wo auch immer ich hingehe, ich glaube immer noch, dass die Schlange wirklich hier irgendwo ist. Sie haben den Schild. Wie, der war nur dafür da? Okay. Das finde ich beunruhigend, wenn ich ehrlich bin. Ach komm, Entschuldigung Leute, ich dachte, das wäre schon. Payback Time. Also mal ganz im Ernst, solange er damit beschäftigt ist. Er hat's gemacht. Dankeschön. Guter Mann, Richard. Thanks. Zieferbekämpfung. Ist sie jetzt tot? Ist sie jetzt tot?
Kampfgewehr. Ist der Raum jetzt. Hier ist noch. Gewehrmunition. Okay. Dann gehe ich jetzt mal. Das mit Richard hat sich jetzt ziemlich schnell erledigt, Leute. Okay. Ich will die Maus probieren. Wo bin ich hier eigentlich? Wo will ich überhaupt hin? Very good question. Cool. Ich höre Zuckermaus draußen bellen. Ja, schon so spät? Oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Ich will jetzt erstmal in den Safe Room. Chill. Komm schon. Ich muss bestimmt... Wie viele Masken habe ich jetzt eigentlich? Das ist eine wirklich interessante Frage. Ich muss noch das Rätsel, das Bilderrätsel lösen. Von dem ich auch keine Ahnung habe, was das Rätsel mir eigentlich sagen möchte. Also, bei 2 von 4 Rätseln weiß ich, was ich tun muss. Bei den anderen beiden Rätseln, so um mal die Quote zu sagen, rate ich im Grunde, was ich tun muss. Aber ne, ja... Maske ohne alles. Todesmaske, Todesmaske. Eine Ink Reborn. Aber jetzt habe ich so viele Waffen dabei. Ja. Ich habe gegen die Schlange gekämpft. Da habe ich es mir redlich verdient zu speichern. Oh. Konnte gestern Abend nicht mehr weiterspielen. Ich war einfach zu müde. Das Schlimmste ist, ich war so müde, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich machen möchte. Aber 8 Minuten habt ihr noch und ich muss ja eh irgendwas finden, was ich machen kann. Nee, falsch. Theoretisch, ich habe mal drüber so nachgegrübelt. Das ist ein Kampfgewehr und das ist ein Gewehr. Da müsste doch das Kampfgewehr deutlich stärker sein als das... normale Gewehr. Das sagt mir jetzt richtig viel. Eine Waffe mit hoher Reichweite. Abim's mir noch nicht sicher, aber wenn dann... lasse ich, glaube ich, das Gewehr generell halt hier. Und nehme erstmal du das mit. Mir fehlt noch die Maske, sehe ich gerade. Gut, dass ich da jetzt reingeguckt habe. Dann gehen wir doch mal zu dem Rätsel mit der Maske. Aber bitte die richtige. Danke. Das ist hier vorne direkt. Also ich gehe raus, hinten drum, bin wieder in dem... Okay. I have a plan. Und jetzt ist das Schlimme, es ist schon wieder sehr spät, Leute. Warte mal, nee.
Nee, ich sollte anders gehen, ne? Ja, ich behaupte nämlich, dass die Tür. Warte mal, wie viel Umweg ist das, wenn ich jetzt von hier ausgehe? Heftig viel Umweg. Dann riskiere ich das mit der Tür halt auch noch. Jetzt ist sie nämlich noch nicht kaputt. Hoffe ich zumindest. Ah, Schnurzegewitter, Schnurzegewitter. Oh, Alter. Ein Crimson. Nicht, nicht, nicht. Aua. Du. Ist der jetzt tot oder? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Natürlich wird er zum Crimson Head. Was auch sonst? Zum einen brauche ich hier mal mehr Munition. Zum anderen möchte ich jetzt einmal. Wo? Wo? So, ich guck mal, ob ich den jetzt verbrennen kann. Der weiß doch, dass ich ihn verbrennen möchte, sonst wäre der doch nicht. Ach, egal. Man kriegt übrigens ein Achievement dafür, die zu verbrennen, aber ich komme ja irgendwie nicht dazu, weil ich das Zeug nie mit habe. Na gut, dann ist das so. Und wenn wir die vier Masken haben, können wir wieder in das Kellergewölbe da gehen, ne? Es hätte so leicht sein können. Ich muss jetzt einmal komplett außenrum gehen. Na gut. Wollen wir mal einmal außen rum gehen? Mal sehen, ob wir es dann überhaupt noch schaffen, das Rätsel heute zu machen. Leute, es ist scheiße warm. Es ist so scheiße warm. Da hat man voll keine Lust, irgendwas zu machen. War hier nicht irgendwie Zombie-Party auf dem Gang? Ich meine ja, ne? Tja. Werden die alle zu Crimson Head? Ich frage ja nur, ne?
Jill. Oh, scheiße, mein Leben. Habe ich Heilung mit? Hope so. Oh. Es hat seinen Kopf nicht weggeschossen. Ich meine, das war hier, wo ich hin wollte. Aber richtig sicher bin ich mir gerade nicht. Ah, doch. Der Titel lautet: Bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. Was machen wir jetzt noch? Ich nehme mal an. Lisa geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Also, Krone ist grün, Kette ist lila und Armband ist orange. Drück den bloß nicht. Armband. Ja, jetzt ist es grün. Nee. Was war's? Was? Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Die war lila, ne? Ja. Oh, das war einfach. Auch das war einfach, okay. Jetzt muss ich das eine nur orange kriegen. Krähen, einfach super scheiße. Wo ist das Weiß? Wartet mal, wenn ich jetzt doch hier den Schalter in da... Okay. Jetzt müsste ich eigentlich richtig liegen. Ja. Cool. Oh, man kommt ja direkt bei den Masken raus. Sauerei. Ich muss aber trotzdem zum Safe Room. Komme ich nicht drum rum. Muss ja erstmal die anderen Masken holen. Hätte ich das gewusst, ne? Dann hätte ich die anderen Masken direkt mitgenommen. Man kann ja nicht immer so einen Luck haben, wie ich da hatte mit dem Schild, das ich im Inventar vergessen habe und das ich dann auch noch brauchte. Da habe ich mich gestern ein bisschen für beweihräuchert, dass ich so viel Glück hatte. Und jetzt hat die Beweihräucherung gesagt, genau so, nicht anders, nicht anders. Nein, falsch, 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 falsch. Einmal komplett darum, ne? Ja. Dabei sollte man auch meinen, dass ich es langsam drauf habe. Ich habe an den Zombie im Hinterzimmer übrigens überhaupt gar nicht mehr gedacht, dass da potenziell auch noch was kommen kann. Aber naja. Gibt es eigentlich in diesem Spiel auch Hunter? Also wie in Resident Evil 3? I find that is eine interessante Frage.
ich brauche. Aber wenn ich die vier Masken ablege, dann ist es egal. Warte mal. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich glaube, ich speichere vorsichtshalber mal. Ich habe ja zum Glück genug Farbbänder. Auch wenn ich zugegebenermaßen keine Ahnung habe, wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Aber ich nehme mal an, wenn ich in ein neues Gebiet komme, dass ich da sowieso noch mal Farbbänder finde. Na? Ich meine, ich kann noch 20 mal speichern, also. Mach mir jetzt Semi-Sorgen. So, Heilung ist immer gut. Sicher ist sicher. Der ist echt weg, der Zomboni. Warum heißen die eigentlich Crimsonhead? Ich weiß nur, dass sie es tun. Ich bin mir aber nicht sicher, warum. Mich triggert übrigens, dass das da hinten noch rot ist. Nein. Und wir auch den dritten Schlüssel noch gar nicht haben. Den dritten oder den vierten Schlüssel? Ich weiß es. Den vierten Schlüssel. Den dritten hatten wir und der war für genau eine Tür. Na gut. Aber bevor, also wir machen in der nächsten Folge das mit den Masken. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.